So, meine lieben Freunde, und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hero of the Kingdom 3. Wir haben den Schlüssel bekommen. Ja. Und können hier weitermachen, da wir anscheinend unseren Nahkampf verbessert haben. Und uns fehlt wieder Weihwasser, was wir allerdings immer noch nicht brauen können. Das müssen wir uns leider also immer noch teuer kaufen. Ich glaube, 6 Stück brauche ich noch. Wir haben noch 3 Zombies vor uns. Ein Eisenerz. Eine Fackel. Ich weiß gar nicht, wer mir das Eisenerz abkauft. Ich hoffe, wir müssen noch ein bisschen Fleisch verkaufen. Aber wir haben 21 Wurzeln, sehr gut. Wir haben kein Mehl. Sollen wir sonst noch was Schönes verkaufen können? Schätze, wir haben einen Kristall. Ich hätte gedacht, er hätte Eisen, würde Eisenerz kaufen. Aber anscheinend nicht. Die Zähne behalte ich mal. Ich brauche neue Fackeln. Ich hole mir gleich mal 5 Stück, ja. Eine Axt kann nicht schaden, ein Hammer kann nicht schaden. Auch wenn ich den Hammer, glaube ich, bisher noch nicht gebraucht habe. Fisch habe ich gar keinen mehr. Das heißt, ich muss neue Fische fischen. Kescher habe ich noch genug. Pfeile kann ich mir ein bisschen holen. Der Bogen wird irgendwann wieder kaputt gehen. Hier war Tausch gewesen, okay. Ich verliere 20 Gold, kriege 10 Eier, brauche ich nicht. Und er würde die Giftsäcke kaufen und die ganzen Pilze. Naja, lieber nicht. Ist kein guter Deal gewesen. Oder wäre kein guter Deal gewesen. Aber ich könnte Pflanzen verkaufen. Wow, der zahlt aber gut, ey. Holy moly. Für Eigen bezahlt der auch 80 Gold. Okay, das ist viel. Das ist wirklich viel. So, was habe ich gesucht? Ah, ja. Eine Fackel, genau. Und das ist das Eisentor, wovon der Bürgermeister gesprochen hat. Ich habe kein Schild mehr. Ist der mir gerade kaputt? Ach nee, der ist mir vorhin kaputt gegangen. Ja, stimmt. Und was Außerordnung gefehlt, ne? Ja. Dann werden wir wieder ein bisschen was kochen. Ist in Ordnung. Das sollte ich einige Male kochen können. Verbessern wir uns immer weiter. So um die 50 rum kriege ich dafür. Heftig. Okay, hier ist Ausdauer zu kriegen. Glücklicherweise nicht mehr ganz so schwer wie damals und so mühselig. Da musste man immer ein Fleisch essen, dann waren 12 Ausdauer. Bekommt man wieder die Nachtanimation, die Tagesanimation. Und da hat man schon rausgelernt. Das ist gut. Meine Pfanne ist zerbrochen. Ich habe keine Pfanne mehr. Hier brauche ich anscheinend keine Pfanne. Für brauche ich nur einen Kessel dafür. Eine Pfanne hat sie hier. Dann werden wir erst einmal speisen. Und uns wieder endlos viel Ausdauer holen. Aber hier kann man noch eine ganze Menge machen, deswegen braucht man diese Ausdauer auch. Das ist schon krass. Mhm. So, wie viel Tränke? Okay, machen wir hier mal noch ein, zwei. Ich habe keine Frösche mehr jetzt. Kann ich eh nicht mehr machen. Genau. Ein Heiltrank aus heilenden Kräutern kann ich machen. Ups. Und das hat normaler Heiltrank aus den Beeren. Und hier kann ich halt Dings machen. Und hier habe ich einen Magietrank. Brauche ich auch 40 für. Na gut, dann. Dann werden wir uns wohl oder übel erst einmal ein paar Tränke mixen müssen, damit wir die 40er Dings erreichen. Ich kriege immer 2 Tränke jetzt. So krass. Das ist so viel. Skelettgiga 48. Ich kann schon. Ich habe schon 48, ja. Aber gerade so würde ich mal meinen. 49 jetzt, ne? 50. Gut. Der Weg ist mit einem großen Eisentor versperrt. Ich brauche einen Schlüssel. Klick, 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 klick. Der Weg in die alte Mine ist offen. Ich hoffe, ich finde so den Weg nach Grey Valley. Wieder eine Vision. Ich liebe dich, mein wunderschöner Rubin. Sage mir, was soll ich tun?
Amelia, komm zu mir. Wohin soll ich gehen? Ich erwarte dich im verbotenen Tal. Noch eine Vision. Der Bürgermeister sagt, ich soll sie ernst nehmen. Aber was soll ich jetzt tun? Ich würde sagen, gleich mal ins verbotene Tal gehen, ne? Das sieht nach... aus, als ob hier irgendwo Banditen sind. Ist es ein Mensch? Es ist ein Skelett hier hinten, ne? Es ist ein Skelett. Schade. Ich brauche Gold. Ich habe kein Gold mehr. In der Tat, ich habe kein Gold mehr. Was brauchte ich hierfür? 40er Heilkunst. Hier brauche ich noch ein paar Bären. Für den gehen wir erstmal ein paar Bären sammeln, würde ich sagen. Huch! Ein merkwürdiges Geräusch. Nein, kann ich noch nicht. Die brauche ich dann auch, ja, ist richtig. Kann ich noch nicht, hier sind die Bären. Dann trainiere ich erstmal lieber selber, weißt du? Statt mir irgendwas zu kaufen. Das finde ich einfach besser. Oh, ich habe 40, nice. Jetzt kann ich quasi auch die anderen Tränke brauen. Aber dafür brauche ich jetzt mit 40er Heilkunst. Das heißt, ich brauche das und die anderen. Aber wir haben ja. Wir haben ja Energie, wir haben Zeit. Wir können das alles machen. Meine Güte. Die braucht ja auch viele Heiltränke. Die Honigblumen und die Beeren. Nicht verbessert. Ein Skandal. Hier wollte ich noch, muss ich noch Schaf suchen. Zupf, zupf, zupf. Wir schauen mal im verbotenen Tal kurz vorbei. Wir sollen die Version ernst nehmen. Vision, meine ich. Also sollten wir ins verbotene Tal gehen, würde ich sagen. Sieben Beeren. Das heißt, ich brauche drei Pflanzen, um... Nice. Krass. Was wir alles ernten, ist so heftig. Ich kann so viel Geld sparen durch diese Heiltränke. Dann checken wir mal kurz das verbotene Tal ab, aber hier ist nichts. Noch fünf Fleisch und einen Zahn, das ist so krass, was die geben. Okay, gehen wir Tränke brauen. Ich will mit Mörser am Ende noch kaputt werden hier wieder. Oh, wieder zwei Heiltränke, nice. Ich brauche die Magietränke. Die sind mir sonst zu teuer. 40 Stück jedes Mal. Ein bisschen zu heftig. Aber jedes Mal zwei Heiltränke ist heftig. Wirklich. Mega gut. Das scheint Standard zu sein. Zwei Heiltränke. Dann brauchte ich die blauen. Oh, und zwei Weihetränke. Okay, ich kenne die blaue Pflanze nicht, die wir da benutzen. Nachtblumen, okay, die kann ich noch nicht. So, was hier? Ich brauche nur zwei und kann damit allen zwei Tränke machen. Das ist auch sehr geil. Die blauen Pflanzen, die kann ich aber glaube ich noch nicht abernten. Die hier. 60, okay. Gut, machen wir erstmal weiter. Wir haben ja jetzt wieder was. 90 Gold. Durchsuchen wir ein bisschen die Sachen.
finden. Ein Eisenerz. Eine Fackel, eine Spitzhacke. Und eine Schaufel. Okay. Ich brauche wieder Schlösser knacken. Ah, dieses Eins. Das Eins bedeutet aber auch, wir haben den Skill auf jeden Fall noch nicht bekommen. Oder wir konnten ihn bisher noch nicht bekommen. Hier ist eine Spinne. Wir konnten ihn bisher noch nicht bekommen. 54 für den Skelettkrieger, Alter. Flammenspinne und da geht's nach oben. Aber erst einmal eine neue Vision. Sie ist abgehauen, ne? Amelia! Wo ist Prinzessin Amelia? Eure Majestät, ich habe sie gesehen. Sprich, wo ist die Prinzessin? Sie verließ das Schloss mit einem leuchtenden Stein in der Hand. Warum hast du sie nicht aufgehalten? Das wollte ich, aber Dorin hat es nicht zugelassen. Es fühlte sich an, als wären meine Beine zu Stein erstarrt. Mein Lord, wir begeben uns unverzüglich auf die Suche. Gut, aber beeilt euch. Sicher ist sie ins verbotene Tal gegangen. Das ist das, was mir am meisten Sorge bereitet. Die Prinzessin ist von diesem seltsamen Stein völlig besessen und hat sich auf den Weg ins verbotene Tal gemacht. Wer weiß, vielleicht habe ich diese Vision, damit ich sie finden und dir helfen kann. 4 Holz, na gut. Das kriegen wir ja schnell. Eine beschädigte Treppe. Ein Nied, Schlösser knacken. Boah, was ist das denn für ein Viech, Alter? Ist ja kein Höllenhund, ist ein Teufelshund. Ein Dämonenhund. 52, ich habe 51. Ich will die Spinne noch ganz kurz killen. Die sollte mir eigentlich das Level abbringen. Was brauche ich noch? Ein Gift. Gift kann ich noch nicht mixen, ne? Noch nicht. Dann kaufen wir uns. Erstmal gehen wir verkaufen. Wir haben hier kein Gold mehr. Fleisch habe ich jetzt auch nicht mehr allzu viel. Dann werden wir hier ein bisschen Fell verkaufen. Das Eisenerz habe ich halt noch keinen gefunden, der mir das abkaufen möchte. Ich hoffe, die Giftsäcke nicht verkaufen eigentlich. Eine Alge für 40, na gut, können wir es auch machen. Ah ja, müssen wir wohl. Und dann Gift. 2 Stück nehmen wir mit. Ihr könnt mal Pflanzen verkaufen. 60 Gold für Feuerblumen. Die habe ich schon aber auch nur gefunden. Ah, das Silberschwert, das zerbricht doch gleich. Oder auch nicht. 53, ich habe 52, oder? Stirb, Dämonenhund. Ah, ist das ärgerlich. Ist jetzt so gemein. Ich brauche die Blumen. Also ich müsste quasi weiter abernten, um den Skill bekommen zu können. Ich kann ja gar nichts abernten, das ist alles schon erledigt. Auch nicht. Ich brauche nicht so hohes. Ich brauche das andere. Ich glaube, das ist jetzt noch nicht nachgewachsen. Wurzeln nehme ich mit. Kann man immer gebrauchen. 7 Stück. Nochmal Wurzeln. Nur Salz kriege ich noch nicht. Ich glaube, das kann man sich auch nur kaufen wahrscheinlich. Sammle 100 Beeren. Erledigt. 60, wie brauche ich noch? 4. Naja, ist doch schnell gemacht. Das ist doch wirklich fix gemacht. Das soll doch kein Thema sein.
Da waren noch Bären gewesen. Der Ork da oben oder der Ogre, Minotaurus, wie auch immer. Braucht auch noch ein bisschen, bis wir den killen können. Ja, ich glaube, das könnte es gewesen sein. Noch nicht ganz. Noch nicht. Oh, der kann sie absehernten. Sehr gut. Zwei Stück. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und ernten die blauen alle ab. Das magische Pilze hier? Ja, Tatsache. Und die bringen so viel Geld, ey, ist Wahnsinn. Ah, jetzt habe ich schon ein paar mehr noch. Da haben wir noch zwei. Und hier liegt wieder so viel Zeug rum. Gut, Leute, dann brauchen wir noch ein paar Tränke und dann noch mal kurz eine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oh, zwei brauche ich davon. Zwei von den magischen Pilzen. Aber lohnt sich definitiv. Ja. Das, was wir ja sonst an Kosten haben für die Tränke, ist ja abartig. Da muss man schon echt selber brauen, ansonsten wird man ja sehr schnell unglücklich. Mal wieder zwei Tränke. Mein Mörser ist zerbrochen. Oh nein. Ich habe noch einen. Cool. Was brauche ich fürs Gift? 60, oder? Ja. Und so ein Dingssack. Das ist in Ordnung. Nehmen wir mal mit. Bisschen trainieren noch. Okay, Leute. Dann kurze kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Von Hero of the Kingdom 3. Und bis dahin. Ciao.